Hi, das hier sind Celebration Ibbelskiver und wie man die macht, das zeige ich euch in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unsere Celebration Ibbelskiver brauchen. Los geht es mit der Ibbelskiver Form. Das ist hier von Weber aus Gusseisen, richtig, richtig schwer und richtig robust. Darin werden die Ibbelskiver nachher ausgebacken, dazu kommen wir dann später. Als Zutaten braucht ihr 250 Gramm Mehl, 125 Milliliter Milch, 4 Eier, ein bisschen Backpulver, den Saft und Abrieb von einer Bio-Zitrone. Dann habe ich hier 125 Gramm Butter, die werden gleich noch im Grill geschmolzen, Zucker und zum Ausbacken noch ein bisschen Öl. Dann braucht ihr zwei Schüsseln, einen Schneebesen, eine Reibe, mit der ihr den Zitronenabrieb runterbekommt, einen Pinsel und natürlich Celebrations bzw. für den Kleinen so ein paar Milchmäuse. Und ich bereite das jetzt vor und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ihr beginnt damit, dass ihr erstmal die vier Eier trennt. Das heißt also, in die eine Schale kommt das Eiweiß, in die andere kommt das Eigelb. Zu dem Eiweiß kommt eine ganz kleine Prise Salz und dann nehmt ihr euch einen Schneebesen und schlagt das Ganze auf. So. Der Eischnee ist aufgeschlagen, der besteht auch die Kopfprobe, ja, also der ist richtig fest. Hier ist jetzt das Eigelb und da kommen jetzt 2 Esslöffel Zucker dran. Und das Ganze wird jetzt schaumig aufgeschlagen. So, wenn das Eigelb und der Zucker dann schaumig aufgeschlagen sind, gebt ihr die 125 Milliliter Milch. Rührt die kurz unter. Dann habe ich hier die 125 Gramm Butter, die sind inzwischen geschmolzen, die kommen damit dran. Und hier habe ich eben eine Bio-Zitrone. Wenn ihr Abrieb von einer Zitrone braucht, achtet darauf, dass ihr immer Bio-Zitronen kauft. Und dann reiben wir jetzt schön von der Zitrone die Haut ein bisschen runter. Es gibt ein wunderschönes Zitronenaroma. Und dann gebt ihr zum Schluss noch den Saft von einer halben Zitrone mit dazu. Das Ganze rührt ihr anständig durch. Wenn dann der Zitronensaft, die Butter, das Ei, der Zucker alles miteinander verrührt sind, habe ich hier 250 Gramm Mehl und die werden jetzt unter ständigem Rühren eingestreut. Eben zeigt sich auch, wer nicht richtig lesen kann, bekommt einen viel zu festen Teig. Es waren 250 Milliliter Milch und nicht 125. Und deswegen gebe ich jetzt also nochmal 125 Milliliter nach. Und jetzt wird das Ganze miteinander verrührt. Zu guter Letzt heben wir jetzt noch den Eischnee unter. Und das möglichst vorsichtig, damit eben die Luft, die wir in das Eiweiß eingeschlagen haben, noch im Teig bleibt und er eben so schön fluffig wird. Der Teig ist jetzt fertig vorbereitet. Jetzt brauchen wir noch als weitere Sachen, brauchen wir jetzt noch den Pinsel, dann so einen Soßenlöffel, um den Teig zu portionieren. Und zum Wenden der Ibbelskiver brauchen wir einen Weber Doppelspieß. Der ist also unten da ganz schön breit, damit können wir die wunderbar umflippen dann. Und jetzt geht's rüber an den Grill. So, der Grill ist jetzt ordentlich vorgeheizt. Ich habe den jetzt mal so auf so um die 200 Grad vorgeheizt. Die Form sollte um die 170 Grad haben. Und jetzt werde ich einfach mal in das mittlere Loch ein bisschen Öl geben. Und das Öl dann mit einem Pinsel auf die anderen Löcher gleich mit verteilen. Achtet darauf, dass ihr in dieser Form immer genug Öl benutzt, weil sonst können euch diese Ibbelskiver anbacken.
und das ist dann nicht so schön. So, wenn ihr das Öl dann verteilt habt, kommt in jedes Loch genau so viel Teig, dass bis 1 cm unterm Rand das Loch gefüllt ist. Und dann schnappt ihr euch euer Milky Way, euer Snickers, euer Bounty oder was auch immer ihr aus den Celebrations ausgepackt habt und drückt die Dinger da rein. Und jetzt macht ihr kurz den Deckel zu, wartet 2 Minuten und dann drehen wir sie. So, jetzt ist es Zeit, die Ebbelsgeber mal zu wenden. Dafür nehmt ihr den Doppelspieß, geht an der Seite rein und dann flippt ihr die einfach um. Und passt auf, dass ihr euch nicht die Finger verbrennt. Und dann machen wir den Deckel nochmal zu, warten noch 2 Minuten und dann kann ich servieren. So, nach weiteren 2 Minuten sind unsere Ebbelsgibber fertig und können jetzt rausgenommen werden. Lassen sich wunderbar aus der Form lösen. Wie gesagt, Grundvoraussetzung dafür ist, dass ihr wirklich genug Öl verwendet habt. Ich lasse jetzt noch ein bisschen abkühlen und dann können wir essen. Da sind sie jetzt also, die fertigen Celebration Ebbelsgibber. Und na, es hilft ja nichts, ich werde wohl mal einen probieren müssen. Hallo, ich den mal dahin. Die sehen wirklich fantastisch aus. Und jetzt beiß ich mal rein. Mmh. Schön fluffig. Wenn ihr mal reinschauen wollt. Schön geschmolzen. Genial. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.